Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich war ein bisschen im Supermarkt unterwegs und wollte mir eigentlich was Süßes holen. Und es ist auch was Süßes geworden, nämlich leckere Giottos. Und ich dachte mir, ich mache dazu leckere Muffins. Und was daraus geworden ist, das zeige ich euch jetzt. Für die Muffins brauchen wir erstmal etwas Mehl. Das gebe ich in eine große Schüssel. Danach den Joghurt. Jetzt brauchen wir ordentlich Zucker, um das noch ein bisschen zu süßen, aber nicht zu viel, denn die Giottos sind auch schon süß. Dann zwei Eier. Da kommt das zweite. Ein bisschen Backpulver. Und die ganzen Giottos dazu. Alles gut miteinander vermischen. Anschließend ab in die Muffinförmchen und für 15 Minuten bei ca. 180 Grad im Backofen ausbacken. So sehen die Muffins aus, richtig lecker sind sie geworden und dann wird gleich probiert. Sie sind richtig schön saftig geworden und die Verbindung zwischen Joghurt und Giottos passt wirklich hervorragend. Macht auf jeden Fall nach, es ist super, super lecker. Die Zutaten sind unten in der Infobox nochmal aufgelistet, wenn ihr es nachmachen wollt, mit den genauen Mengenangaben. Würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen, kommt gut ins Wochenende und habt einen guten Appetit. Tschüss.